Liebes Internet, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Games. Und ja, es ist wieder Sonntag, 17 Uhr. Es kann durchaus sein, Leute, dass diese Folge etwas Besonderes ist. Denn wir haben uns überlegt, wir wollen so ein bisschen diese Folge begleiten. Wir haben es ja schon mal angekündigt. Es kann also sein, dass ihr diese Folge jetzt gerade live seht. Also nicht live in Form von live, sondern eine Aufzeichnung live ausgestrahlt. Und hier, oder da, hier ist ein Chat. Und dort sind wir gerade und diskutieren mit euch über dieses Thema. Also, schreibt eure Meinung da rein. Wenn dieses Video dann nicht mehr live gestreamt wird, eure Meinung hier reinschreiben. So, auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Ausgabe von Talking Games. Heute sprechen wir über ein Thema, welches eigentlich ja, viele von euch beschäftigen könnte. Unsere Spiele-Highlights 2016. Aber nicht nur das, wir werfen auch einen Blick nach vorne. Welche Spiele kommen nächstes Jahr raus? Welche Spiele kommen übernächstes Jahr raus? Und da habe ich mit dem Patrick und dem Ben geschnappt. Wir sind heute mal eine kleine Runde, weil wir haben unser ganzes Budget für die Awardshow verbraucht. Boah. Ja, alle Gäste sind mit Flugzeugen, mit Privatjets, alles eingeflogen. Köln-Bonn Airport war komplett zu. Und das hat natürlich Geld gekostet. Ihr werdet am 31.12. sehen, was wir damit meinen. Das ist wirklich ein Highlight. Diese Sendung, die war so schön. Und ich habe 3 Stunden durchgeplappert wie jetzt. Deswegen sage ich jetzt einfach, los geht's, Leute, mit einer neuen Ausgabe Talking Games. So. Was man ja gar nicht gesehen hat. Das Tolle ist, der Ben, der war in den letzten, wir sind heute Morgen ins Studio gekommen, der Ben war komplett nackt und hatte nur das an. Ja, das war sehr sexy. Ja, so. Ja, Leute, ihr seht schon, hier steht was auf dem Tisch. Alter, was ist denn das jetzt? Alles voller Glitzerzeugs hier. Hier steht was auf dem Tisch und zwar The Last Guardian, eine wunderschöne Collector's Edition. Die haben wir ja diese Woche ausgepackt und auch unterschrieben, signiert, jetzt gerade noch nicht. Und die könnt ihr noch aktuell auf playnation.de gewinnen und auch an einem wunderschönen Unboxing euch das ansehen. Ne? Das Gewinnspiel läuft noch und einfach auf playnation.de gehen und dort findet ihr dann einen Reiter, da steht The Last Guardian Gewinnspiel, diese Collector's Edition für die PlayStation 4. The Last Guardian, auch ein Highlight für viele Leute dieses Jahr. Viele Leute sagen, es ist einer der besten Spiele, künstlerisch gesehen, welches rauskam, storytechnisch, emotional. Hat einer von euch The Last Guardian gespielt? Noch nicht. Noch nicht. Ja, wir haben es beide nicht gespielt, aber ich glaube auch, das ist ganz gut geworden. Ich glaube, es ist so ein typisches Bandspiel, finde ich. Ja, also ich fand ja Shadow of the Colossus und Ico auch ganz nett. Also ich denke mal, das könnte was werden. Ja, da gibt es auch einen Test auf playnation.de. Wenn ihr den lesen wollt, findet ihr, pass auf, findet ihr unter diesem Video eventuell den Link. Ja. Sehr super. Dann weiß so, ich es nicht. Also, ne, macht mit. Ja, und habt Spaß. Wow, so. Okay, heute sprechen wir über unsere Spiele-Highlights und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Woche nach der Awardshow, die wir ja nächste oder übernächste Woche. Wir kamen eben hier rein, erstmal steht da noch eine Bierflasche, ja, hier Glitzer, ja, da noch eine Schnapsleiche und alles Mögliche. Ja. Hier noch alles verstaubt und, ja, und schmutzig, aber ja, es muss weitergehen. Und es ist für die Leute, damit die es auch wissen, unsere vorletzte Aufzeichnung dieses Jahr. Wir machen jetzt also diese Aufzeichnung noch. Dann am 20. Dezember noch eine und dann haben wir tatsächlich 2 Wochen Pause. Ja, wir fahren dann gemeinsam in die Südsee. Südsee. Und ja, im Urlaub. Und diese Runde ist ein bisschen lockerer, Leute. Also ein bisschen entspannter heute, mal ein bisschen quatschen. Finde ich auch mal gut, dass man auch mal. Ich freue mich immer über Gäste, aber ich finde es heute auch mal gut, dass wir es mal unter uns machen. Ja, das Jahr neigt sich ja jetzt zum Ende, da kann man das mal machen, ne? Ja. Also ich erkläre mal ein bisschen ganz kurz was. Dieses Jahr kamen super viele Spiele raus. Es kam Battlefield 1 raus, es kam ein neues Call of Duty. Es kam Karl der Große. The Last Guardian nach 10 Jahren raus. Final Fantasy 15 hatten wir, Mafia 3 hatten wir als Release, wir hatten Watch Dogs 2 als Titanfall Release. 2, was hatten wir noch alles? Steep. Uncharted, Steep. Final Fantasy, habe ich schon gesagt. Schon. Dann Silence von Dedelic. Wir hatten Forza. Also super viele Games kamen dieses Jahr raus. Genau, Doomsday, ja. Doomsday Night, die Mod für Armor. Nee, Deponia Doomsday. Ja. So, und für uns ist das auch ein sehr wichtiges Jahr, denn wir haben dieses Jahr mit PlayNation TV begonnen. Und da können wir natürlich auch gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Aber was ich sagen wollte ist, am 31.12. kommt eben unsere Silvestershow, die kommt gegen Abend irgendwann und da haben wir, ich kann ja jetzt wirklich da mit Gewissen drüber sprechen, weil wir haben das ja schon aufgezeichnet, wir haben super tolle Gäste und es war auch wirklich sehr, sehr lustig, das zu machen und es war auch eine krasse Herausforderung, da wir 3 Stunden komplett die Show an einem Stück durchmoderiert haben, das haben wir noch nie gemacht. In der Form, also das haben wir schon mal mit Community mit 500 Leuten gemacht, aber wir haben das noch nie mit solchen
krassen Entwicklern gemacht. Und der Guido von Sony war da, die Carmen war da, dann war die Maxi da, der Sebastian von EA und so weiter. Super viele Leute. Und es war einfach so für mich echt auch eine schöne Sache, das mal zu machen und die Leute auch alle hier zu haben. Ne? Ja, dass das auch alles so inhaltlich geklappt hat. Ja. Ne? Muss natürlich alles koordiniert werden, geplant. Und ja, so eine 3-Stunden-Sendung muss natürlich ordentlich dann ablaufen am Ende. Und das hat ja eigentlich alles funktioniert. Also es ist nicht irgendwie was zu Brüche gegangen. Ich bin ganz zufrieden. Haben wir gut gemacht. Am 31. kommt die, glaube ich. 31.12. Ja. Und ich würde mich freuen, Leute, das ist ein kleiner Appell, wenn ihr das Video zum erfolgreichsten Video hier auf PlayNation TV macht. Weil da steckt so viel Arbeit drin, sollte ja machbar sein, oder? So, aber jetzt kommen wir zu dem Thema der eigentlichen Sendung. PlayNation TV dieses Jahr gegründet. Wir fangen einfach mal damit an. Ja, oh ja. Ist ja für uns alle eine ziemlich... Ja, eine ziemlich krasse Sache. Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja, um die Historie ein bisschen zu erzählen, Science of Gaming gemacht. Das lief letztes Jahr. Haben wir nach 3 Monaten dann leider absetzen müssen, weil es da... Nee, nach einem halben Jahr ungefähr, oder? Die Sendung lief 3 Monate, aber die ganze Produktion war ein halbes Jahr. War das nicht länger? Mhm. Noch ein bisschen länger. 4 Monate waren, glaube ich, on und dann auch 3 bis 4 Monate schon vorher alles aufgebaut und geplant. Also... Da war schon fast das ganze Jahr letztes Jahr und, involviert. Genau, und man hat uns ja, man kann ja offen reden, man hat uns ja dann die größtenteils der Schuld zugeschoben. Also die Community hat gesagt, ja, ihr habt es nicht durchgezogen und so. Man muss ganz ehrlich sagen, also das haben wir da ja damals nicht gesagt, es war absolut nicht unsere Schuld. Also ich finde, wir haben wirklich super viel Arbeit da rein investiert und wir haben teilweise, sagen wir, um 10 Uhr morgens ins Studio gekommen und die Sendung ging dann um 20 Uhr los. Wir haben 10 Stunden in dem Studio vorbereitet und haben dann noch 2 Stunden gestreamt, teilweise 3 Stunden und das jeden Mittwoch und sind dann komplett kaputt nach Hause gefahren und alles live war das mit 2x Werbung drin und es haben immer so 3000 Menschen geguckt und das hat uns mega gefreut, live an einem Stück. Aber dann war das halt so, es war im Odysseum in Köln, was auch eine super Location ist. Das Problem ist nur, dass, irgendwie kam man nicht auf den Nenner, die 2 Leute, also die 2 Gruppierungen. Und dann hat das Odysseum gesagt, ey Leute, das können wir so nicht weiterführen und so. Und dann haben wir gesagt, ja, aber das war ja alles so geplant, dass wir die Inhalte selber festlegen durften. Das durften wir dann nicht mehr machen, haben wir gesagt, weil das natürlich komplett nicht unseren Vorstellungen entspricht, wie wir das vereinbart haben, canceln wir das dann. Und dann kam PN-TV mit, wie lange haben wir daran gesessen, das vorzubereiten? Das war schon länger, ne? Das war schon halb... Das war lange vor der Gamescom. Ja. Bei der Gamescom haben wir quasi angefangen, oder kurz vor der Gamescom haben wir schon angefangen mit der ersten Sendung, mit dem ersten Format. Da sitzen wir jetzt auch fast ein Jahr dann dran, oder? Glaub ja, ich. Klar. Mit der ersten Planung und so. Also wenige Monate, nachdem es losging dieses Jahr, da war das ja schon dann halt ein reelles Thema, dass wir sowas in der Art nochmal oder halt in einer anderen Form dann machen wollen. Ja. Und ich glaube echt, das ging schon im März los oder aber so mit der Planung. Man muss halt sagen, genau wie bei Science of Gaming, uns wird halt immer dann vorgehalten, oder wir kriegen dann halt die Schuld, ja, jetzt sieht das ja doch nicht durch und dann haben wir es halt quasi gecancelt. Und hier hieß es ja auch wieder seitens der Community, ja, wie lange werdet ihr das jetzt machen, 2 oder 3 Monate? Das Ding ist, wir haben Bock, wir hatten auch Bock auf Science of Gaming, aber es liegt ja nur immer zu teilen bei uns in der Hand. Also wir können es dann selber nicht entscheiden. Ja. Wenn jetzt die Leute, die dann quasi hier das Geld investieren, sagen, ja, es geht nicht mehr weiter, es lohnt sich nicht, wir haben andere Formate, andere Vorstellungen, wir haben uns das anders gewünscht, dann ist es halt vorbei. Ne? Und wir können halt nur immer versuchen, neue Formate zu machen, unseren Spaß, unsere Motivation hier reinzulegen. Aber es kann halt immer irgendwann dann vorbei sein. Das ist natürlich schade, wir wollen gar nicht drüber nachdenken, aber es liegt nicht in unseren Händen. Ne? Ja, das Beste, was uns passieren könnte, sage ich, wenn ihr diesen Channel, also ich muss ganz ehrlich sagen, die PlayNation TV Community ist die beste Community, die man haben kann. Manche Videos haben tatsächlich nur positive Likes und 0 Dislikes oder 1 oder 2, aber auch das Rekrutenvideo. Was ich damit sagen will, ist, ich finde den Support von euch mega geil, aber es müsste so ein bisschen, was uns ein bisschen fehlt von euch, ist so, dass ihr uns sagt, was wir machen sollen. Also jetzt nicht inhaltlich, sondern zum Beispiel, dass ihr euch irgendein bestimmtes Format wünscht, was wir einfach mal ausprobieren, weil wir machen den Channel ja für dich zu Hause. Wir wollen ja, dass du Spaß hast, ja? Also und wenn die Idee cool ist, zum Beispiel das PlayNation Battle, immer fuck you, die News und was weiß ich, was wir alles machen, oder die Toplist, wo der Ben dann immer den ganzen Tag dran sitzt und so. Und das sind alles so Sachen, wenn wir die machen und ihr findet das geil, dann können wir es auch weitermachen. So, aber das ist geil. Wir haben dann PN-TV gestartet, ja, und wir hatten dann die erste Aufzeichnung mit dem Sarazar hier, wir waren alle ziemlich nervös am Anfang und so. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, es ist, wird für mich schon sehr traurig, weil es ist auch ein bisschen freundschaftlich was Krasses, so, wenn man sich einmal pro Woche so trifft und man, ich meine, guck, wir sitzen in einem Studio, in einem Fernsehstudio und sprechen über Videospiele, weißt du? So, und das ist für mich der größte Traum, den man haben kann. So, aber Ben,
Als ich zu dir gekommen bin und gesagt habe, ey, wir wollen PN-TV machen, wie war deine Reaktion? Kein Bock auf die Scheiße. Das war das Erste, was wir gesagt haben. Nee, ja, ich finde so sicher, dass ich keine Freude daran habe, hier zu sein, deswegen würde ich es auch gern sein lassen jetzt. Ja. War's dann, sollen wir dann einstellen, das Programm. Das war's, Leute, die Awardshow kommt doch nicht. Ja? Nee, also ist natürlich, wie gesagt, nach Science of Gaming, ich war natürlich auch sehr traurig und für mich hing da natürlich auch letztes Jahr viel dran, dass ich dann halt nach Köln gekommen bin und so. War natürlich sehr traurig, dass dann Science of Gaming beendet werden musste und ich war ja auch, ich habe ja auch für beide Firmen gearbeitet quasi. Deswegen stand ich da natürlich auch so zwischen den beiden Pfeilern, sage ich mal jetzt. Und ich habe ja gesehen, dass es halt echt nicht mehr ging. Also die Firmenpolitik der beiden Unternehmen, die waren halt so, die Politiken waren halt so unterschiedlich, dass es dann einfach nicht mehr ging. Ne? So, das war natürlich traurig. Und dann haben wir das aber gut mit einem Händedruck beendet und gut war. Ja, wie gesagt, dann haben wir angefangen, hier für die Playmesses zu arbeiten. Also ich jedenfalls, also primär. Und ist natürlich dann auch ganz schön gewesen das Jahr über. Und PN-TV war eigentlich irgendwie so der nächste logische Schritt, ne? Weil wir wollten ja schon die ganze Zeit auch bei PN eigentlich eher mal was in die Richtung Video machen, ne? Das haben wir haben ja immer News gehabt, wir haben schöne Artikel, alles bombenmäßig gehabt, aber so Video war halt immer so, da hat hier mal einen Trailer rausgehauen und da mal ein Special, aber jetzt noch nie so dieses konstante Konzept oder halt viel Content in Videorichtung, auch Eigencontent, ne? Und da habe ich auch damals dann schon gesagt zu Dennis, ja, lass das mal machen irgendwie vielleicht auf PN, weil das gibt es ja so noch gar nicht. Und dann habe ich mich dreimal bei ProSieben gebückt und jetzt sitzen wir hier. Spaß. Nee, das ist echt so. Also wir sind ja alles Leute, die gerne Videos machen. Ich bin zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht gerne News schreibt, muss ich ehrlich sagen, oder Artikel und so. Ich bin jemand, der gerne mal was organisiert oder eben auch, der gerne einfach nur Videos macht. Ja? Und deswegen ist das für mich halt perfekt. Ne? So, aber PN-TV haben wir dann jetzt auch mal ein bisschen so erklärt, die Leute, weil dieses Jahr PN-TV dreht sich auch um Videospiele. Man muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr kamen ja super viele Videospiele raus. Wir haben es ja gerade ein bisschen aufgelistet. Mein persönliches Highlight werdet ihr bei der Awardshow sehen, da erkläre ich das auch ein bisschen. Ich glaube, jeder von uns erklärt das ein bisschen. Wenn ihr das Spielejahr zurück, wenn ihr auf das Spielejahr zurückblicken könntet oder ihr blickt darauf zurück, was ist für euch krasser, dass es halt dieses Jahr super viele Games gab, die man spielen kann, im Gegensatz zum Vorjahr. Also mir kam das vor, dass es dieses Jahr mehr Spiele gab als im Jahr davor. Findet ihr das gut oder eher schlecht? Weil also, die meisten Games kommen ja alle so krass in einem kurzen Zeitraum aus. Also ein normaler Gamer kann sich das ja alles gar nicht leisten. Ich muss sagen, viele YouTuber, ich glaube, der Waller hat das auch gesagt, der meinte, dass dieses Jahr kein gutes Jahr für Spiele war. Muss ich entgegen wirklich dieser Meinung oder dagegen einfach sagen, stimmt nicht. Also dieses Jahr sind wirklich mega viele gute Games rausgekommen. Das meiste zum Ende des Jahres, aber ein Uncharted ist ja, glaube ich, im März rausgekommen und so. Ich finde, das Jahr war eigentlich prall gefüllt. Es war für jeden was dabei, deswegen verstehe ich die Aussage nicht. Und ich bin eigentlich voll zufrieden. Ich habe momentan so das Luxusproblem, ich habe noch so viele Spiele wie Titanfall 2, wie Infinite Warfare, also Call of Duty. Mhm. Ich habe noch Battlefield, Watch Dogs, das habe ich alles noch auf der Platte und ich kann das gar nicht spielen. Es kam wirklich so viel raus. Ich finde, das war ein richtig gutes Jahr eigentlich. Ich fand das sogar besser, fast als letztes Jahr. Ja, also im Vergleich zum Vorjahr muss ich auch sagen, weil ich habe einfach letztes Jahr nur Rainbow Six Siege gehabt, was mich dann wirklich auch und das kam zum Ende des Jahres auch raus. Ja, dann noch wirklich dann mitgenommen hat. Aber sonst war halt eher was kam denn letztes Jahr raus? Ja, Battlefront zum Beispiel, das war natürlich der Hype-Titel Nummer 1. Hat man aber auch nicht so lange gespielt. Hat enttäuscht. Wegen der Spieltiefe, ja, genau. Aber was gab es sonst noch? Ich kann mich da wirklich gerade gar nicht mehr so erinnern. Ja, Tomb Raider zum Beispiel oder hier Need for Speed gab es ja auch neues und alles. Mhm. Ja. Also aber Need for Speed ist auch so ein Nischending, weil das ist ja so was für Rennspielfreunde und so ein Uncharted oder ein The Last of Us oder ein Battlefront spricht ja viel mehr Leute an als ein Rennspiel, meiner Meinung nach. Letztes Jahr, meiner Meinung nach, auch wirklich eine der schlechtesten Jahre seit langem, was Spiele betrifft. Ich überlege halt die ganze Zeit, was wir bei Science of Gaming so gespielt haben. Fallout 4 kam letztes Jahr raus. Fallout 4, ja, aber eine lustige, ganz kleine lustige Geschichte, die haben wir das schon mal bestimmt, glaube ich, erzählt, aber die ist immer so lustig. Ich weiß nicht, der Ben, Patrick und ich haben eine Sendung über Fallout gemacht. Und wir denken so, ey, komm, wir hauen voll raus mit den ganzen Viren. Der Band so, boah, geil, hier sind die alle. Und wir haben so einen Text gehabt, dann den haben wir uns durchgelesen und da waren so viele Begriffe drin, wir wussten einfach gar nicht, worum es geht. Und dann war das so, dann saß ein Redakteur gegenüber, also wir hatten das praktisch wie hier und dann hat man so ein, das Set war ja so rund, ja, da war der Konsolenbereich, da haben wir Konsolenspiele gespielt, da war PC und hier war der Newsbereich. Und der Redakteur, der saß dann da, den hat man nicht in der Kamera gesehen, mit einem Laptop, mit Größe 72 die Schriftart und hat uns die ganze Zeit die Begriffe reingehalten. Ja,
Und wir immer so. Aber Post. Ich muss sagen, das hatte auch noch diesen Charme früher bei Science of Gaming, dass vieles halt nicht perfekt war. Wir hatten halt keine Regie eigentlich. Ich saß ja quasi da im Besenraum, keine Ahnung, in der Abstellkammer. Ne? Ich bin abgeschoben worden. Eigentlich sollte die Regie ja sogar in dem Raum sein. Wir hatten ja keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir hatten ja kein OB-Ohr hinter uns stehen. Und es war lustig und muss ehrlich sagen, ich bin echt froh, dass wir jetzt nicht mehr jede Woche livestreamen und dass wir jetzt jemanden haben, der das alles übernimmt. Weil Livestream würde ich mal gerne wieder machen. Ja, aber halt jede Woche und dann so wie bei Science of Gaming, das war halt mega... Dieser Druck, ne? Weil wenn dir kurz vorher dann der Rechner abrauscht, was ja ein paar Mal passiert ist. Ja, aber wenn du hier streamen würdest, glaube ich, das ist ja, sehr unwahrscheinlich. Hier wäre das natürlich was anderes. Ja. Aber ich muss halt sagen, ich vermisse das so ein bisschen, weil wir immer improvisiert haben. Es war irgendwie cool, aber es war halt auch mega stressig da, ne? Ja, ich finde einfach, wenn man das mal macht, so ein Live-Ding oder so, finde ich es voll in Ordnung. Aber jede Woche war schon echt dann eine Hausnummer, ne? Ja, aber diese kleine Fallout 4-Geschichte ist immer lustig. Aber Fallout 4 kam raus, genau, und da haben wir ja auch eine Special-Sendung gemacht. Aber mein Highlight letztes Jahr, also nicht dieses Jahr, letztes Jahr war auch ganz, also das Einzige, was wirklich hängen geblieben ist, Rainbow Six Siege. Und gut, Battlefront spielt es ja auch noch, ne? Aber ja, aber ich finde, Rainbow ist so ein Spiel, wo ich sagen würde, boah, das hat schon ein bisschen krass den Shootermarkt aufgeräumt. Weil wenn das raus, guck mal, das kam raus und alle, ich weiß noch, wie ich damals so gesagt habe, boah, Rainbow. Hat Ubisoft aber auch was rausgehauen. Ja. Hat man echt nicht mit gerechnet, ne? Krass, wie der Hype jetzt, der Hype ist ja... Nachhinein. Der ist noch größer jetzt. Jetzt, ne? Das Spiel spielen jetzt viel mehr Leute als früher. Guck mal, muss mal überlegen, wir haben letztens Jahr nochmal, wir haben zweimal, glaube ich, 7 Folgen aufgenommen, einmal bis 3 Uhr nachts. Ne? Nach einem Jahr, nach über einem Jahr spielen wir es jetzt immer noch so intensiv. Wir sind immer noch Silber 3. Und wir sind immer noch voll scheiße. Ich kenne die Map immer noch nicht, die ganzen Maps. Das ist immer noch. Ja, aber Ben, wenn du die Spiele ja vergleichst, also dieses Jahr war für dich auf jeden Fall mehr dabei. So viel los teilweise. Ja. Also ich habe genau das gleiche Problem wie Patrick. Ich habe es mal geschafft, den Titanfall 2 und Battlefield 1 Singleplayer zu spielen vor einigen Wochen. Das war jetzt dann noch so unmöglich. Viel zum Thema, dass man als Spieleredakteur den ganzen Tag zocken kann. Ne? Ja, aber ich habe Call of Duty zum Beispiel auch noch gar nicht gespielt. Ja, ich wollte das auch immer mal spielen, noch nicht zugekommen. Soll aber, glaube ich, auch ganz gut sein, oder? Also Singleplayer zum Beispiel. Ich glaube, der Singleplayer, der ist ganz gut erzählt. Ich muss sagen, Multiplayer würde ich mir da jetzt nicht antun, weil... Aber da kommen wir ja gleich dazu. Battlefield hat mich da einfach viel mehr gepackt und das spiele ich jetzt immer. Und ich denke mal, ich könnte jetzt Call of Duty spielen, aber dann zocke ich halt abends eine Runde Battlefield oder so. Ne? Ja. Ja, aber um die Frage zu beantworten, Ben, was war denn für dich so das Ausschlaggebende, wo du gesagt hast, dieses Jahr ist für mich ein gutes Spielejahr? Boah, dieses Jahr war echt, also ich habe teilweise die ganzen Sachen gar nicht mehr auf dem Schirm, ne? Weil es kam zu viel. Es kam zu viel, genau. Also das, was man am krassesten noch im Kopf hat, ist natürlich Final Fantasy 15, weil es erst ein paar Wochen her ist, so. Aber wenn ich so überlege, Overwatch kam ja auch, glaube ich, dieses Jahr, ne? War dieses Jahr, ne? Stimmt. Zum Beispiel Overwatch ist ja eines der größten... Battleborn auch. Und wir haben Mafia eben übrigens bei der Aufzählung. Battleborn, der große Erfolgshit. Stimmt. Mafia 3 kam ja auch raus. Watch Dogs 2 kam ja auch noch alles raus und so. Das war so viel dieses Jahr. Aber Overwatch zum Beispiel war für mich auch ein kleines Multiplayer-Highlight. Spiele ich auch heute noch ab und zu mal eben eine schnelle Runde nebenbei. Ja. Ist halt so ein Casual-Game. Das kannst du mal eben 20 Minuten spielen und machst wieder aus. Ich glaube, wir haben auch Looter Kings vergessen. Ist zwar nur Early Access, aber kann man ja vielleicht auch mal erwähnen, oder? Ich meine, das war für unsere Firma ja auch eigentlich. Ja, Looter Kings ist ja für uns in der Firma echt interessant. Klar, dieses Jahr war einfach so krass, also wie viele Games rauskamen und so weiter. Ich fand aber eine Sache dieses Jahr richtig interessant zu sehen. Es kam Battlefield raus, dazwischen... dieses Jahr war es was anderes. Dieses Jahr kam Battlefield raus. Battlefield 1, dazwischen genau, Titanfall und dann kam... Call of Duty. Call of Duty. Ja. Und das Problem ist, Titanfall ist so dermaßen in die Knie gezwungen worden. Obwohl es so gut war. Ja, keine Sau hat Titanfall sich gekauft, weil alle Leute entweder Geld für Battlefield oder für COD ausgegeben haben. Aber in Watch Dogs 2 hat sich ja auch mega schlecht verkauft. Ich glaube, in der ersten Release-Woche war das ja in Großbritannien oder so, 80.000 Verkäufe. Und Watch Dogs 1, wie viel waren das? 280.000. Obwohl Watch Dogs 2 ja richtig gut geworden ist, liegt wahrscheinlich an diesem ganzen Downgrade-Skandal von dem ersten Teil. Ja. Und haben die Leute sich halt gedacht, kaufe ich mir nicht mehr. Ja, meiner Meinung nach, Watch Dogs war ein gutes Spiel, aber die ganze Vorgeschichte von Ubisoft zu den ganzen Spielen ist dermaßen in die Hose gegangen. The Division hat die Leute enttäuscht. Watch Dogs 1 hat die Leute enttäuscht. Ich bin beim Ghost Recon Wildlands bin ich inzwischen. Watch Dogs 2 hat mich wieder sehr überzeugt, aber Ghost Recon bin ich schon wieder sehr, sehr vorsichtig, weil ich habe ein bisschen Angst, dass es so wie The Division nur in einer anderen Welt. Da müssen wir auch gucken. Aber Final Fantasy 15 ist manchmal noch nicht mal so ein Spiel, was man dazwischen schieben kann. Also hier kommt noch Watch Dogs 2. Ich finde, Watch Dogs 2 ist so ein Ausreißer dieses Jahr, was Open-World-Games betrifft, weil es gab kein neues GTA, es gab Mafia 3, klar,
ist ja so ein Ding für sich. Und ich finde, Watch Dogs 2 hat so ein bisschen was von GTA und das hat halt viele Leute auch gecatcht. Weil vor ein paar Jahren hat mich dieses kranke System als kriminelles Risiko eingestuft. Mich für Scheiß beschuldigt, den ich nicht getan habe, weil es wahrscheinlich war. Einmal im System, immer im System. Die Menge an persönlichen Daten, die dieses Ding sammelt, ist echt Wahnsinn. Verrat an der Öffentlichkeit, Manipulation des Aktienmarkts, die Lügen, der Betrug. Ich sage, gemeinsam reißen wir die Mauern nieder. Okay, im Kampf gegen Bloom brauchst du zwei Dinge. Du musst die Leute von einer Sache überzeugen, um mich als Troll darzustellen. Und wir brauchen Bots, und zwar jede Menge, um alle Daten von CTOS zu verarbeiten. Wenn du uns Follower bringst, die die App downloaden, können wir ihre Prozessorleistung für uns nutzen. Ist das Ablenkung genug? Die Erwartung sind eine Tore und bereit, Römerschädel einzuschlagen. Das ist gleich so hingekommen. Watch Dogs 2 war eigentlich der logische Schritt, dass sie sich da verbessern. Um das Thema kurz aufzuklären, was haltet ihr von der Assassin's Creed und Watch Dogs sich jetzt abwechseln? Assassin's Creed kam ja jedes Jahr und vieles hat sich halt immer, identisch, hat sich dann immer geglichen und so. Und irgendwie brauchte die Serie meiner Meinung nach mal so ein bisschen Luft zum Atmen. Ne? Also Unity zum Beispiel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ein Jahr ist meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Entwicklungszeit und die Fans brauchen dann auch, glaube ich, immer mal ein bisschen Zeit. Aber ist das denn so? Wie lange hat man denn an so einem Assassin's Creed-Teil gewerkelt? Mussten wir aber leider rausschneiden. Das ist das Problem. Ja, das stimmt. Es gibt ja auch unterschiedliche Studios, die daran arbeiten. Ja. Ne? Ja, das ist ja auch so. Aber trotzdem hat man so das Gefühl, dass die kommen jedes Jahr raus. Ja. Das ist irgendwie so eine Art Massenprodukt geworden. Zum Beispiel in Far Cry Primal hat mir gut gefallen, cooles Setting und so. Aber es gibt ja diesen Vergleich mit der Karte. Ne? Ja. Ich glaube, also der Vergleich der Karte von Far Cry 4 und Far Cry Primal, dass die Karte quasi identisch, also die Umrisse und so, übernommen worden ist. Ne? Ja, dass sie einfach nur umgebaut wurde. Genau. Halt, und das hatte ich halt bei Watch Dogs 1 auch mega, diese Ubisoft-Formel, ne? Dass man irgendwo Türme erklimmen und so, was man bei Assassin's Creed auch hat und bei Far Cry auch. Und davon hat sich aber momentan Ubisoft eigentlich gut gelöst, halt mit einem Steep, einem Rainbow und so. Aber ich bin mal gespannt, was die jetzt halt noch mit Riotlands und so rausbringen, ob das wirklich dann so gut wird. Ja. Kann mich viel drunter vorstellen. Was ich aber dieses Jahr krass finde, ich fand The Last Guardian zum Beispiel, auch Final Fantasy 15, beide Spiele haben einen Entwicklungszyklus von 10 Jahren. Ne? Und dass dann diese Games dieses Jahr rauskommen, ist ja eigentlich schon sehr, sehr krass. Also nach 10 Jahren, ausgerechnet 2016, der Ben, ich weiß noch, wie wir hier im Aufenthaltsraum von unserem Studio waren, und dann, ja, Final Fantasy 15 wird dann verschoben. Und es kam dann raus, ja, und Ben, ist es für dich jetzt nicht, ob es ein Spiel des Jahres, sondern ist es für dich so, dass du sagst, es ist genau am richtigen Zeitpunkt draufgekommen, 2016, oder man hätte es 2017 nicht noch mehr machen können? Ja, was heißt noch mehr machen? Also, wenn überhaupt, hätte ich vielleicht gedacht, dass man, wenn man das Spiel schon ein paar Jahre vorher rausgebracht hätte, so in der Form, wie es heute ist, hätte das natürlich nicht geklappt, aber das hätte dann vielleicht nochmal damals schon, das war ja vom Ursprung, war das ja schon so Open-World-mäßig angedacht, dann hätte das vielleicht den Open-World-Genre nochmal so einen kleinen Kick verpasst. Heute ist das eher so, Open-World ist heutzutage so allgegenwärtig, dass man das gar nicht mehr so besonders wahrnimmt, obwohl das in dem Spiel doch nochmal ganz anders rüberkommt, als es zum Beispiel in, ja, was ist, Metal Gear Solid oder anderen Open World Titeln der Fall ist. Ja. Aber kann es sein, dass ein Witcher 3 zum Beispiel Final Fantasy 15 auch ein bisschen den Weg bereitet hat, als Rollenspiel? Weil es ist meiner Meinung nach eines der besten Rollenspiele, riesengroß, das ist mega coole Möglichkeiten. Aber wie lange war so Witcher 3 in der Entwicklung? Sehr, sehr lange. Was heißt wegbereitet für das Final Fantasy Franchise? Dass Rollenspiele wieder so ein bisschen mehr, ein bisschen bekannter geworden sind, dass es mehr Rollenspiele von ihnen gibt. Also ich glaube, dass das Rollenspiel-Genre nie weg war. Ich meine, es gab immer irgendwelche, Witcher war natürlich eines der größten in den letzten Jahren, sag ich mal jetzt. Aber es gab ja immer irgendwelche Dragon Age-Teile und so von BioWare. Oder Mass Effect ist ja im Grunde auch eigentlich so eine Art Rollenspiel, ne? Science Fiction, aber das ist ja, kommt ja irgendwie selber. Ich habe letztens gelesen, dass ein jemand sich geäußert hat, dass die letzten Kapitel, die zwei Kapitel, sehr schlecht sind.
sagst dazu? Das Problem ist halt, was ich oftmals sehe bei Final Fantasy 15 ist, dass das Spiel hat so viel zu bieten, aber ich glaube, die Story kann man sogar in 30 Stunden durchspielen. Das ist aber absoluter Schwachsinn, wenn man jetzt zum Beispiel nur die Story-Mission macht, weil die Nebenmissionen, die ziehen dich dann erst wirklich in diese tiefe Welt, sage ich mal jetzt, rein. Und wenn du alle Nebenmissionen machst oder halt viele, dann bekommst du erst ansatzweise das Gefühl, was alles quasi in dieser fulminanten Welt, sage ich mal jetzt, steckt. Weil die ist wirklich so riesig und ist schon echt großartig teilweise, das Level-Design und alles, was sie da geschaffen haben. Das ist halt so ein Spiel, das du halt dann durchspielst und das bleibt dir halt dann auch länger im Gedächtnis. Ne? Ich meine, viele, wie gesagt, beschweren sich auch zu Recht. Natürlich, Kritik ist ja auch gut. Aber ich finde, viel Kritik finde ich gar nicht mal so berechtigt. Und ich denke dann eher so, ja, hättest du dir mal ein bisschen mehr Zeit gelassen für das Spiel oder sowas. Ne? Aber ja, dann wäre Final Fantasy aber erst nächstes Jahr rausgekommen. Nee, das meine ich gar nicht zu den Entwicklern, ach so, der Spieler, sondern zu den Spielern. Ja, okay. Ja, weil das ist ein Spiel, ihr kennt doch dieses typische Entschleunigen. Du musst einfach mal eine Pause machen, du musst dir sehr viel Zeit dafür nehmen, weil du kannst nicht einfach eine Stunde oder zwei Stunden dich da hinsetzen und dann Final Fantasy spielen. Du musst da drei, ja, vier Stunden, klar, am Stück, glaub, dann das spielen. Das können viele Spieler gar nicht mehr. Die wollen Call of Duty haben, fünf Stunden durchgespielt, die regen sich dann auf, dass sie es so schnell durchgespielt haben. Aber bei einem Final Fantasy oder Witcher 3 sagen die dann, das ist mir zu lang und das ist zu langsam und da passiert ja gar nichts. Ne? Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen lernen, dass man wieder so entschleunigt spielt und sich Zeit lässt und das auch mal genießt und sich mal die Welt anguckt und nicht einfach durchrusht. Ne? Ja, welche Bewertungen und was wir an Final Fantasy 15 cool fanden und nicht, das könnt ihr auf PlayNation.de nachlesen, wenn ihr wollt. Also da hat der Ben Wunder schon einen Artikel geschrieben.